Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema, was Sie schon immer über Fertighäuser wissen wollten. Und mein Name ist Thomas Burmeister und ich bin Ihr Begleiter für die nächsten 60 oder vielleicht auch mehr Minuten. Ja, ich bin 57 Jahre alt und wenn man 1965 geboren ist, so wie ich, dann hat man noch ganz andere Fertighäuser kennengelernt und weiß auch um die Historie. Zumindest um die jüngere Historie zum Thema Fertighäuser. Und man weiß halt eben auch, was denn tatsächlich zu dem geführt hat, was man teilweise gerade bei den älteren Generationen über Fertighäuser heute noch sagt. Die Frage ist halt aber, wenn wir sagen Fertighäuser, haben wir alle eine ganz bestimmte Vorstellung davon. Die Frage ist halt aber, was ist denn tatsächlich die offizielle Definition? Und wenn man eine Frage hat, fragt man optimalerweise einfach Wikipedia. Und Wikipedia sagt, mit dem Begriff Fertighaus wird im Allgemeinen ein Haus bezeichnet, das zumindest in Teilen werksseitig vorgefertigt an die Baustelle geliefert und dort entmontiert wird. Sie sehen, dass bei dieser Definition es keinerlei Aussage gibt über den verwendeten Werkstoff. Und ich habe Ihnen hier zwei Bilder mitgebracht. Auf der rechten Seite sehen Sie eine ganz klassische Fertighausmontage auf einer Baustelle. Ist auch ein Hansehaus, was Sie dort sehen. Und auf der linken Seite, da sehen Sie tatsächlich ein Blähtonhaus. Das ist ein in Häkchen Massivhaus. Durchgesetzt haben sich aber interessanterweise Holzfertighäuser. Also Häuser, aus denen die gesamte Tragkonstruktion überwiegend aus Holz besteht und nicht aus Blähton, nicht aus Poroton, nicht aus Kalksandstein. Man hat viele verschiedene Versuche unternommen. Man hat auch Steine immer größer gemacht. Es gab mal riesengroße Kalksandsteinblöcke. Die waren aber noch nie so groß wie eine Wand und hatten auch nie Öffnungen beispielsweise für Fenster. Da gibt es schlicht und ergreifend einen limitierenden Faktor. Und das ist halt das Gewicht. Und wenn Sie halt solch eine dicke, fette, massive Wand auf der linken Seite sehen, dann können Sie sich sicher vorstellen, dass die ein mächtiges Gewicht hat. Und die dann in großen Teilen von A nach B zu fahren, das ist natürlich nicht ganz ohne. Und aus diesem Grunde ist es tatsächlich so, dass der Hauptwerkstoff eines Fertighauses, und darauf sollten wir uns heute Abend einfach mal einigen, dass wir davon ausgehen, dass wir über ein Fertighaus aus dem Hauptwerkstoff Holz sprechen. Wie gesagt, das linke ist eigentlich Geschichte. Es gibt ganz, ganz wenige Nischenanbieter, bei denen es noch funktioniert. Früher Plattenbauweise, das ist zum Beispiel auch noch etwas gewesen. Eigentlich waren das Fertighäuser, aber auch das Thema Plattenbau ist ja eigentlich Geschichte. Ja, was hat sich in den 138 Jahren, die es nämlich schon Fertighäuser gibt, denn tatsächlich konkret getan? Das hier ist ein Bild, was ich Ihnen mitgebracht habe von der Villa Undine. Und diese Villa Undine, die steht in Binz auf Rügen. Und ist eins tatsächlich der allerersten Fertighäuser und auch gleichzeitig eins der drei ältesten Häuser auf der Insel. Gebaut wurde das Haus im Jahr 1885. Und wie man ganz gut erkennen kann, befindet sich die Villa Undine tatsächlich in einem sehr schönen Zustand. Also per se einfach zu sagen, ein Fertighaus oder ein Haus, welcher Bauweise auch immer, hält nicht lange, scheint wohl nicht so ganz zu stimmen. Die Frage ist halt, sehen wir alle vor unserem geistigen Auge solch eine Villa Undine, wenn wir über Fertighäuser sprechen? Selbstverständlich nicht. Weil es hat in der Zeit zwischen 1885, als die Villa Undine gebaut wurde, und heute halt doch dieses hier gegeben. Und sie konnten tatsächlich damals, das war 1975, Fertighäuser im Neckermann-Katalog kaufen. Das ist jetzt, das mag in der heutigen Zeit, wo es sowieso kaum noch Kataloge gibt, völlig abwegig erscheinen, aber seien Sie versichert, mein Vater hat beim Otto-Versand gearbeitet und Otto-Versand hat Luftkissenboote verkauft. Also es gab nichts, was es nicht gab in Versandhäusern. Und diese Häuser von Neckermann, das waren sogenannte Streifhäuser. Und es gab auch Okalhäuser, die eben halt in einer riesengroßen Masse eben entsprechend verkauft werden. Ich sehe jetzt gerade, dass hier eine doch sehr klare Aussage kommt, auf die ich ganz gerne sofort mal eingehen möchte.
man hoffentlich nie der Fall werden soll, dass das Haus mal zum Brennen kommt, auch Zimmerbrand, dann ist das Haus eigentlich ein Totalschaden und das Haus brennt komplett ab. Klar, bei einem Massivhaus kann es auch passieren. Nun, das ist nicht wahr. Das ist schlicht und ergreifend, ich sage es ganz deutlich, ohne Sie jetzt angreifen zu wollen, Unsinn. Fakt ist, dass heutzutage jedes Haus der Feuerwiderstandsklasse F30 entsprechen muss. Und F30 bedeutet, wenn es auf der anderen Seite dieser Wand, also in einem anderen Zimmer, brennt, dann muss diese Wand 30 Minuten einem Brand standhalten. 30 Minuten. Und das gilt für ein Steinhaus genauso wie für ein Massivhaus, also genauso wie für ein Fertighaus. Das heißt also konkret, es gibt überhaupt gar keinen Unterschied, ob ein Stein-auf-Steinhaus 30 Minuten oder länger brennt oder ob ein Fertighaus 30 Minuten oder länger brennt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass beim Stein-auf-Steinhaus die Feuerwiderstandsklasse F30a greift und dann beim Fertighaus die Feuerwiderstandsklasse F30b. Und A bedeutet, dieser Baustoff ist nicht brennbar und B bedeutet, dieser Baustoff ist brennbar. Das bedeutet also unterm Strich, dass in dem Augenblick, wo ein Feuer wirklich 30 Minuten auf der anderen Seite der Wand wütet, eine Fertighauswand dann tatsächlich anfängt, auf der anderen Seite auch zu brennen und deswegen dann die Tragfähigkeit verliert. Und bei der Stein-auf-Steinhauswand ist es so, dass der Stein ausglüht und deswegen dann die Tragfähigkeit verliert. Der einzige schwache Trost ist, dass Sie 30 Minuten lang nicht in einem brennenden Haus aushalten können. 2 bis 3 Atemzüge reichen völlig aus, damit Sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung versterben. Das sind die Wahrheiten, das sind die Fakten. Hier, wie gesagt, Neckermann, übrigens auch damals schon F30 und es gab auch von der Firma Okal damals ähnliche Bemühungen, solche Häuser über Kataloge zu verkaufen. Um es ganz deutlich zu sagen, die Firmen Streif und Okal gibt es auch heute noch, aber diese Firmen haben nichts mehr mit den Firmen mit der Konstruktion von damals zu tun. Wenn Sie sich also heute für ein Streifhaus oder ein Okalhaus entscheiden, dann ist das Haus eine ganz, ganz, ganz andere Qualität, bauphysikalisch, baubiologisch, als die Qualität, die man damals 1975 kaufen konnte. Gut, steigen wir mal in das Thema Vorurteile ein. Eins der Vorurteile ist immer wieder, Fertighäuser sind Typenhäuser. Also genau das, was wir gerade eben in dieser Folie hier gesehen haben, so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt hier 3, 6, 9, 12 Häuser, such dir eins aus und das kriegst du. Das ist halt Typenhaus, nichts Veränderbares. Und tatsächlich war es so, dass das allererste Okal-Fertighaus so ein typisches Typenhaus war. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, das ist tatsächlich das allererste jemals gebaute Okal-Fertighaus und das war ein Typenhaus. Da muss man natürlich auch wissen, zu der damaligen Zeit, Hansehaus gibt es seit 1929. Damals war es definitiv überhaupt noch nicht so fürchterlich opportun, dass man sich ein architektonisch optimiertes Gebäude gebaut hat. Damals war man froh, dass man überhaupt 4 Wände und ein Dach über dem Kopf hatte. Und deswegen waren damals tatsächlich fast alle Fertighäuser Typenhäuser. Die Villa Undine, haben Sie sicherlich gesehen, war kein Typenhaus. Und ich habe Ihnen noch ein anderes Foto mitgebracht, aus der gleichen Zeit, allerdings eine spätere Aufnahme. Sieht auch so aus, ne? Ich kann Ihnen aber sagen, dieses Haus ist zwar auch ein Typenhaus, aber dieses Haus ist ein Stein auf Stein gemauertes Haus. Dessen sollte man sich mal bewusst sein. Das heißt, wenn wir mal in die Zeit 1950, 1960, 1970 zurückgehen, diese Häuser wird man heutzutage kaum noch revitalisieren, sanieren oder ausbauen, umbauen, weil alleine schon die Raumgrößen, die innere Architektur überhaupt nicht mehr dem heutigen Standard tatsächlich entsprechen. Das heißt, diese kompletten Bauweisen sind überhaupt nicht mehr miteinander vergleichbar. Und das
gilt sowohl für die Fertighäuser als auch für die Stein-auf-Stein-Häuser. Meine Eltern haben 1963 in Helmstedt gebaut. Das war eine Doppelhaushälfte. Und diese Doppelhaushälfte hatte unfassbare 85 Quadratmeter Wohnfläche. Und wir hatten keinen Keller. Und bei den 85 Quadratmetern war noch ein riesengroßer kellergleicher Abstellraum im Erdgeschoss mit dabei. Das heißt, wir hatten zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, ein klitzekleines Bad, ein noch kleineres WC, noch nicht mal beheizt, ein Flur, Wohnzimmer, Küche und alles sehr, sehr klein. Massiv gebaut, Stein auf Stein. Und so wurde damals gebaut, unabhängig tatsächlich von der Bauweise. Damit locken sie heute niemanden mehr hinter dem Ofentor. Wenn ich heute Gespräche mit Interessenten führe, dann ist es tatsächlich so, dass wir über sehr, sehr individuelle Planungen sprechen, dass wir über ja tatsächlich Realisierung von Träumen, von Wünschen sprechen, dass man sich große Fensterflächen, belichtete Flächen wünscht. Ich habe Ihnen hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Das eine Haus steht in der Schweiz oben links, das andere Haus, wie man unschwer erkennen kann, in Bayern. Das sind Beispiele, was man heutzutage alles auch mit Fertighäusern realisieren kann. Das heißt, es ist nicht so, dass alle Fertighäuser Typenhäuser sind. Richtig ist, dass es Typenhausanbieter und Architektenhausanbieter gibt. Und das ist schon mal eine ihrer wichtigen Aufgaben. Denn wenn Sie beispielsweise durch die Fertighauswelt gehen, die nächste ist ja hier in Hannover-Langenhagen, dann werden Sie auf Anbieter treffen, die sind tatsächlich Typenhausanbieter, und Sie werden auf Anbieter treffen, die sind Architektenhausanbieter. Und je nachdem, was Sie sich so vorstellen, wenn Sie für sich schon im Vorfeld wissen, ah, wir haben schon sehr ausgefallene Wünsche, dann ist ein Typenhausanbieter für Sie vielleicht nicht der passende Ansprechpartner. Dann ist es vielleicht der Architektenhausanbieter. Typenhaus heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass Sie partout überhaupt nichts verändern dürfen. Meistens ist es so, dass eine Grundkonstruktion vorgegeben ist und Sie dann bei den Typenhausanbietern innerhalb dieser Grundkonstruktion halt trotzdem Wände verschieben, Fenster ändern und Ähnliches können. Das hat das etwas damit zu tun, dass bei den Typenhausanbietern viele Konstruktionspläne, die Energiebedarfsberechnung, die Statik und so weiter bereits einmal fertig durchgerechnet ist, in der Schublade ist und auch der Produktionsplan. Und beim Architektenhausanbieter ist de facto nichts vorbereitet. Und deswegen kann der Architektenhausanbieter bei Null anfangen und ist auch die Kalkulation beim Architektenhaus bei Null anzufangen genau die gleiche, wie wenn man auf einen der Vorschlagsgrundrisse aus dem Katalog zurückgreift. Also beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile. Der Typenhausanbieter ist, wenn Sie beim reinen Typenhaus bleiben, tatsächlich etwas günstiger. Wir reden hier aber über niedrige vierstellige Beträge, wenn es hochkommt. Und der Architektenhausanbieter ist dafür flexibler. Wenn Sie sich jetzt fragen, was wir sind ein Architektenhausanbieter. Wie gesagt, bei uns ist dies, es ist völlig egal, ob wir auf einen Vorschlagsgrundriss zurückgreifen oder ob wir halt völlig frei auf dem weißen Blatt Papier mit Ihnen gemeinsam zu planen beginnen. Vorurteil 2. Fertighäuser sind nicht so stabil wie Massivhäuser. Und wenn ich mit den Leuten ein bisschen tiefer in die Gespräche einsteige, dann fällt halt immer diese Aussage, ja, das sind ja Holzhäuser, und Holzhäuser, die gehen halt schneller kaputt, beispielsweise beim Sturm. Und man muss nicht lange suchen, man muss nur im Internet ein bisschen mal recherchieren und dann trifft man auf solche Bilder. Das sind Bilder ausnahmslos oder fast ausnahmslos aus den USA und aus Mittelamerika. Das ist ja so diese Hurricane-Ecke, und dort werden tatsächlich Häuser in absoluter Leichtbauweise gebaut. Das hat aber mit Fertighäusern nichts zu tun. Wenn wir sich hier den Wandaufbau anschauen, dann können Sie schön erkennen bei diesem Haus in der Mitte, gleich links in der Ecke, das ist nichts anderes als ein paar Latten senkrecht, die so dünn sind, dass Sie sie kaum sehen, ein paar Latten waagerecht, und dann wird das beidseitig beplankt und das war es gewesen. Wenn Sie Glück haben, ist ein bisschen Dämmung drin. Das hat mit der Fertighausbauweise in Deutschland nichts zu tun. Und diese Häuser werden auch tatsächlich auf der Baustelle zusammengebaut, während ja ein Fertighaus aus dem Werk im Werk komplett zusammengebaut wird und ganze lange Wandelemente geliefert werden. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge solcher Bilder. Was man hier aber sehr, sehr schön erkennen kann, ist, dass wenn ein Holzhaus durch welche Umwelteinflüsse auch immer, die müssen ja schon extrem sein, zerstört wird,
dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit in so einem Holzhaus tatsächlich größer als die Überlebenswahrscheinlichkeit in einem Stein-auf-Stein-Haus. Das sollte man wissen, denn hier lösen sich diese Verbindungen großflächig. Und das hat halt zur Konsequenz, dass sie nicht die kleinteiligen Steine auf den Kopf kriegen, um das mal ein bisschen despektierlich auszudrücken. Es gibt aber letztendlich auch andere Beispiele. Und da habe ich Ihnen ein Bild hier aus Amatrice mitgebracht. Das liegt in Italien. Da hat es ein fürchterliches Erdbeben gegeben. Und zu dem Zeitpunkt haben wir tatsächlich auch noch nach Italien unsere Häuser geliefert. Und in diesem Ort steht tatsächlich Hansa-Haus. Und nach dem Erdbeben war es tatsächlich so, dass da in so gut wie gar keinem Stein-auf-Stein-Haus überhaupt noch gewohnt werden konnte. Und das Hansa-Haus war konkret tatsächlich weiter bewohnbar. Und das ist tatsächlich etwas, dass die Fertighäuser ob ihrer großteiligen Bauweise in vielerlei Hinsicht für solche Extremfälle deutlich besser gewappnet sind. Und dann habe ich noch selber ein Bild angefertigt. Ich war 2021 als THW-Helfer. Als THW-Helfer im Ahrtal. Und das hier ist ein Bild von einem Schwörerhaus. Dieses Haus stand bis zum Balkon da oben komplett im Wasser. Und es war eines der ersten Häuser, was tatsächlich nach der Flutkatastrophe wieder bewohnbar war. Ich war kurze Zeit nachdem die mit dem zuständigen Mitarbeiter von Schwörer das Haus inspiziert hatten, bei denen, habe geklopft. Strom gab es ja nicht. Sie sehen ja, da ist ein Stromerzeuger vor der Tür, aber die Klingel funktioniert nicht. Ich habe geklopft und habe mir das mal angeschaut. Man hatte das Haus von innen entkernt. Das heißt, Beplankung weg, Dämmung raus. Und die Hölzer dann getrocknet, also die Holzständerkonstruktion getrocknet, hat dann die Dämmung wieder reingepackt, hat die Beplankung wieder draufgepackt und entsprechend dann gemalert und damit war der Drops gelutscht. Sie sehen, von außen ist noch einiges zu machen, wobei das, was Sie dort tatsächlich sehen, da dieses Sprichwerk, hätte ich beinahe gesagt, das ist tatsächlich der Rest einer Kletter- und Rankpflanze. Was der Bewohner mir tatsächlich, der Eigentümer mit auf den Weg gegeben hat, war sehr, sehr interessant. Das größte Problem, und das kann ich auch bestätigen aus dem Einsatz heraus, das größte Problem in diesem Ort war tatsächlich, dass ganz, ganz viele Öltanks von Häusern umgekippt waren und ausgelaufen waren. Und das hat zu einer Verseuchung geführt und es gab da kein Haus, was nicht tierisch nach Mineralöl, nach Heizöl gestunken hat, weil halt eben durch diese Häuser diese Flutwelle durchgeschwappt war. Und wenn dann 100 Meter weiter nach oben Richtung Fluss dann ein Öltank umgekippt war und ausgelaufen war, dann passierte es halt, dass diese Ölwelle durch die ganzen Häuser mit durchgeschwappt war und dort den entsprechend widerlichen Gestank hinterlassen hat. So etwas bekämpft man heute übrigens tatsächlich mit Bakterien. Bleiben wir gleich nochmal beim Thema Stabilität. Dazu muss man wissen, es gibt nicht das Fertighaus. Genauso wenig, wie es das Stein-auf-Stein-Haus gibt. Wir reden hier mal über das Hansa-Haus. Man sagt ja immer, ja, da kannst du nichts an der Wand aufhängen. Also nun, bei uns können Sie 250 Kilogramm pro Befestigungspunkt an der Wand aufhängen. Wir haben bei uns am Werksstandort haben wir einen Amboss an der Wand aufgehängt, einfach nur mit Schrauben an der Wand befestigt und zwar nicht in der Holzständerkonstruktion, sondern nur in den OSB-Platten. Und ja, der ruht da seit Jahren und hält. Es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie ist mein Wandaufbau? Wir haben eine Gipskartonplatte, wir haben eine OSB-Platte, wir haben eine Holzständerkonstruktion, dazwischen eine vollflächige Ausdämmung und auf der Rückseite dann quasi noch einmal das Gleiche, also nochmal eine OSB und nochmal eine Gipskartonplatte. Und diese OSB-Platten sind mit der Holzständerkonstruktion heiß verleimt. Und dadurch kriegen wir eine unglaubliche Stabilität und viel, viel weniger Risse, als man es üblicherweise von Neubauten kennt. Das Hanse-Musterhaus in Hannover-Langenhagen steht jetzt seit 2,5 Jahren. Und man sagt ja immer, gerade so in den ersten Jahren gibt es Setzrisse ohne Ende. Also wir haben nicht einen einzigen Setzriss gehabt, nicht einen. Da war noch nie der Maler drin und hat Setzrisse irgendwie am Gebäude übertüncht oder verschlossen.
Durch diese Konstruktion können wir 250 Kilogramm pro Befestigungspunkt aufhängen. Das bedeutet also diese klassische Geschichte, ich möchte einen Flachbildfernseher an der Wand aufhängen, ich möchte einen Küchenschrank an der Wand aufhängen und den dann auch gerne mit dem guten Geschirr belasten, ist überhaupt gar kein Problem. Hier kommt jetzt die Frage, was heißt USB-Platte übersetzt? Das heißt Oriented Straight Board. Deutsches Wort dafür wäre im Prinzip eine Grobspanplatte. Spanplatte kennen Sie, ist verrufen, weil sie früher vom Aldehyd belastet war und ist auch nicht so stabil, weil es sind halt nur Späne, die miteinander verleimt werden und Späne sind halt dünn und klein. Dieses OSB, dieses Oriented Straight Board, das ist so, haben Sie sicherlich schon mal gesehen, wenn Sie in den Baumarkt fahren. Das sind so Platten, die aus ganz, ganz vielen relativ großen Holzstücken quasi bestehen, die unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Form sind. Die sind bis zu 5 Zentimeter lang. Und die werden miteinander heiß verleimt, gegeneinander verschränkt, diese einzelnen Elemente. Und dadurch entsteht eine hochfeste Platte. Und die hat gegenüber der Spanplatte den riesengroßen Vorteil, dass sie deutlich belastbarer ist. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. USB-Platte Klasse 1, 2, 3 und 4. Und bei uns werden nur USB-Platten Klasse 3 und 4 verwendet, weil die den Vorteil haben, dass sie a. wasserfest sind und b. schadstofffrei. Gut. Übrigens, da schließt sich dann der Kreis zu der Frage von vorhin mit dem Thema Brand. Die Gipskartonplatte oder auch eine Thermazellplatte, eine Gipsfaserplatte. Diese beiden Platten werden aus mehreren Gründen her installiert. Und zwar zum einen aus dem Grund, dass man eine Feuchtigkeitsregulierung haben möchte, dass also, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit besteht, diese Gipskarton- oder Gipsfaserplatte die Feuchtigkeit aufnimmt und dann bei geringerer Luftfeuchtigkeit wieder abgibt. Es wirkt Feuchtigkeitsregulierung. Aber die Hauptaufgabe dieser Platten ist, dass sie als Brandschutzplatte fungieren. Denn Gipsfaser und Gipskarton brennen nicht, also nicht so schnell. Genau wie der Maschinengipsputz, der beim Stein-auf-Stein-Haus aufgebracht wird. Gut, Vorurteil 3. Und das ist tatsächlich ein Vorurteil, was sich sehr lange, sehr hartnäckig gehalten hat und mit dem wir auch immer wieder auch heutzutage noch gerne mal konfrontiert werden, dass nämlich Fertighäuser nicht so langlebig seien und dass sich das auf die Baufinanzierung auswirken. Nun, schauen wir uns mal an. Ich habe Ihnen hier mal ein Foto des ältesten Holzhauses in Deutschland mitgebracht. Und dieses Haus ist 750 Jahre alt. Also, dass ein Holzhaus und ein Fertighaus ist die moderne Bauweise von damals, Fachwerkbauweise, dass ein Holzhaus nicht so haltbar ist wie ein Stein-auf-Stein-Haus, ist definitiv schon mal nicht korrekt. Für alle Bauweisen gilt de facto genau das Gleiche. Langlebigkeit erzielen Sie nicht dadurch, dass Sie einfach ein Haus hinbauen und sich keine Gedanken darüber machen, wie Sie dieses Haus gegen Witterungseinflüsse schützen. Hier habe ich Ihnen mal quasi einen Schnitt durch eine Wand und einen Bauteil, in diesem Fall ein Fenster, mitgebracht und zeige Ihnen mal, worauf man konkret achten muss. Man muss, und das ist der Oberbegriff, dafür Sorge tragen, dass sich keine Staunässe bilden kann. Bei jeglichem Baustoff ist es völlig unerheblich, wenn er mal nass wird. Stellen Sie sich vor, Fenster dürften nicht nass werden. Das wäre ja undenkbar. Und auch eine Wand muss ja mal nass werden. Es regnet und schneit in Deutschland. Wir sind ja hier nicht in der Wüste und selbst in der Wüste ist es in der Nacht feucht. Ich muss also dafür Sorge tragen, dass sich keine Staunässe bildet. Und wie kann ich das erreichen? Ich muss einen konstruktiven Schutz herstellen und diesen konstruktiven Schutz kann ich zum Beispiel zum einen dadurch erreichen, dass ich einen entsprechenden Dachüberstand plane. Ja, modern ist auch gerne mal ein Flachdach, modern ist auch gerne mal ein Pultdach, wenig Dachüberstand, gar kein Dachüberstand. Es gibt auch Satteldächer mit wenig oder gar keinem Dachüberstand. Tatsache ist aber, dass ein Dachüberstand immer einen konstruktiven Schutz der Wandkonstruktion darstellt. Zum Zweiten, eine Dachneigung einzuführen. Wenn ich eine Dachneigung habe, wissen Sie selber, können Sie sich sicher selber vorstellen, läuft das Wasser besser ab. Das heißt, ich habe eine Dachhaut, ob das jetzt ein Blechdach ist oder ob das ein Pfannendach ist, ist letztendlich egal. Das Wasser kann vernünftig ablaufen, geht in die Dachrinne, von dort aus ins Fallrohr und ist weg. Wenn ich ein Flachdach habe,
habe ich die Situation, dass das Wasser nicht per se einfach nur so abläuft, sondern es kann Pfützenbildung geben und wenn dann bedingt durch die UV-Einstrahlung dieses Flachdach mal ein bisschen müde wird aufgrund der Jahre und Jahrzehnte, dann kann es zu einer Durchfeuchtung kommen. Und diese Durchfeuchtung, die wird man nicht sofort feststellen können, weil es ist ja alles verkleidet heutzutage und somit kann sich Staunässe bilden und diese Staunässe ist dann tödlich und zwar egal, für welche Bauweise Sie sich konkret entscheiden. Abgeschrägte Kanten ist auch etwas, auch dort gilt, es muss Feuchtigkeit entsprechend ablaufen können und ganz, ganz wichtig, gute Bauteilanschlüsse. Also nicht einfach ein Fenster, wenn Sie durch Baugebiete sehen, werden Sie das immer mal wieder sehen, nicht einfach ein Fenster einpassen, drei Schrauben rein und einschäumen mit Bauschaum. Bauschaum hat in der Form, wie Sie das jetzt alle vermutlich vor Ihrem geistigen Auge sehen, auf einer Baustelle überhaupt nicht zu suchen. Das ist eine ganz, ganz blöde Unart, dass man damit arbeitet. Man kann Füllschaum verwenden, aber erst dann, wenn man den Rest erledigt hat. Das macht jeder Hersteller. Das heißt, ich muss dieses Bauteil, dieses Fenster so an die Wand anschließen, dass auf jeden Fall gewährleistet ist, dass zwischen dem Bauteil und der Wand keine Feuchtigkeit eindringen und sich Staunässe bilden kann. Wir haben das durch ein auf Hansa-Haus patentiertes System gelöst, welches auf jeden Fall verhindert, dass das geschehen kann. Und auch diese, Sie sehen ja hier die Fensterbank. Und diese Fensterbank ist bei uns nie die letzte Ebene vor der Wand, sondern wir haben darunter noch einmal eine Ebene, wo dann für den Fall, dass die Fensterbank aus welchen Gründen auch immer am Bauteilanschluss irgendwann mal eine Silikonfuge spröde oder porös wird, dass darunter immer noch das Wasser vernünftig aufgefangen und entsprechend abgeführt werden kann. Und nur so kann man dann auch gewährleisten, dass sich eine Wand nicht, ob kurz oder lang, mehr oder weniger selbst auflöst, indem es sich dort Staunässe bildet. Deswegen geben wir auch 30 Jahre Garantie auf die tragende Konstruktion, also Wände, Decken, Dächer, Dachstuhl, weil wir wissen, dass so, wie wir es ausführen, gewährleistet ist, dass so eine Wand nicht durchfeuchten kann. Und das ist der ganz, ganz entscheidende Faktor für das Thema Langlebigkeit. Und klar, wenn ich ein vergammeltes Haus habe und auch egal welcher Bauart, dann werde ich natürlich viel, viel weniger Verkaufspreis erlösen, als ich erlöse, wenn ich halt ein Haus in einem Top-Zustand habe, welches nicht vergammelt ist. Ich komme dann nochmal zurück auf das Haus meiner Eltern, 63, dieses Doppelhaus, diese Doppelhaushälfte. Da gab es dann tatsächlich die Situation, dass nach wenigen Jahren dann der Putz innen auf einer Höhe von 40 Zentimeter abgeklopft wurde und neuer Putz aufgetragen wurde. Es war ein Sperrputz, der dann aufgetragen wurde. Da wurde dann halt die Feuchtigkeit in der Wand gehalten, damit man sie innen nicht mehr gesehen hat. Aber das Problem als solche, nämlich dass Feuchtigkeit offensichtlich von irgendwo eingedrungen, vermutlich von unten aufgestiegen ist, das Problem hat man nicht gelöst. Das war kein Fertighaus. Was ist denn jetzt konkret entscheidend für den Wert einer Immobilie? Und da gibt es letztendlich drei verschiedene Faktoren. Ja, die Lage. Das Bild, was ich Ihnen da oben links mitgebracht habe, das habe ich nicht montiert oder so. Das ist tatsächlich so. Es kommt aus Großbritannien. Da sahen sich plötzlich Leute in der Situation, dass denen eine Landebahn von einem Flughafen vor die Nase gesetzt wurde und gefühlt fliegt da dann tatsächlich das Flugzeug mehr oder weniger durch den Vorgarten. Wenn Sie diese Situation haben, dann werden Sie sich sicher vorstellen können, welchen unfassbaren Wertverfall dieses Grundstück dann tatsächlich an den Tag gelegt hat. Dann der Erhaltungszustand. Also für diese Ruine da auf der rechten Seite werden Sie, wenn Sie das als Einfamilienhaus nutzen wollen, vermutlich keinen vernünftigen Erlös mehr erzielen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit, nämlich der Energiebedarf Ihres Gebäudes. Sie haben sicher in den letzten Monaten mitgekriegt, wie sich die Geschichte mit der Gesetzgebung entwickelt hat, dass man darauf hinarbeitet, dass alte Heizungen ausgetauscht werden und so weiter. Ein Nebeneffekt, der sich genau aus dieser Situation heraus ergab, war folgender, dass die Gebrauchtimmobilienpreise für Häuser, die nicht gut wärmegedämmt sind, die über uralte Heizungen verfügen, massiv in den Keller gerauscht sind. Weil Bauherren, die heutzutage oder Käuferinnen und Käufer, die heutzutage eine solche Immobilie kaufen, jetzt nicht nur sagen, naja, okay, wir müssen es irgendwann mal sanieren, damit wir niedrigere Heizkosten haben, sondern diese Käuferinnen und Käufer wissen, wir müssen es tun, weil es der Gesetzgeber auf kurz oder lang verlangen wird.
Wenn Sie in dieser Situation sind, das heißt, auf diesem Vergleichswerte-Endenergierechner mal ganz nach rechts rutschen, ein Einfamilienhaus energetisch nicht wesentlich modernisiert und dann einen Energiebedarf von 225 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr haben und entsprechend hohe Betriebskosten, dann können Sie sich auch ausrechnen, dass es fast unmöglich wird, solch eine Immobilie zu verkaufen. Und auch dort gilt, egal ob Stein auf Stein oder Fertighaus. Tatsache ist aber, dass egal aus welchem Jahr wir ein Stein auf Stein und ein Fertighaus miteinander vergleichen, das Fertighaus energetisch immer besser abschneidet. Natürlich ist auch ein Fertighaus aus den 1970er Jahren nicht ansatzweise noch geeignet, mit den heutigen Fertighäusern mitzuhalten. Da werden wir uns dann auch irgendwo bei D oder E bewegen. Allerdings bewegen wir uns beim Stein-auf-Stein-Haus unsaniert aus den 60er, 70er Jahren bei F und G. Und eine ähnliche Situation haben wir heute. Wir bauen heutzutage de facto eigentlich immer Effizienzhäuser 40. Und Sie sehen, da bewegen wir uns bald zwischen A plus und A. Und damit erreiche ich tatsächlich, dass meine Immobilie einen entsprechend ordentlichen Wiederverkaufswert hat. Kommen wir zum Vorurteil 4, nämlich dass Fertighäuser einen schlechten Schallschutz haben sollen. Und auch da muss man sagen, wenn wir uns die Fertighausbauweise aus den 1960er und 70er Jahren und auch davor anschauen, dann stimmt das selbstverständlich. Warum? Wenn wir einen Schallschutz von oben nach unten betrachten, haben wir halt die Situation, wir hatten eine Holzbalkenlage, da war keine Dämmung zwischen, da kam dann oben eine Spanplatte oben drauf und dann kam der Teppichbelag. Und somit konnten Sie unten immer mitzählen, wo Ihre Familienangehörigen gerade entlang gehen. Die Frage ist halt, würde man als Bauherr heutzutage sowas überhaupt noch mitmachen? Natürlich würde man es nicht mitmachen, also muss die Fertighausindustrie nachbessern. Und das hat man auch konkret getan. Und ich habe Ihnen einfach mal Zahlen mitgebracht, damit Sie das ein bisschen einordnen können. Und zwar sind das die Anforderungen an den Schallschutz sogar in Mehrfamilienhäusern. Mehrfamilienhäuser haben nochmal höhere Anforderungen an den Schallschutz als Einfamilienhäuser. Und dann haben wir hier in der Mitte den Trittschallschutz. Und dieser Trittschallschutz zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Räumen muss bei 46 Dezibel liegen, also das sogenannte Schalldämmmaß, und bei zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Treppenhäusern bei 53 Dezibel. Oh, wir liegen bei 59. Sie sehen, da ist noch richtig fett Luft, weil eine Reduzierung des Schalldämmmaßes um 7 bis 10 Dezibel entspricht einer Halbierung des Schallschutzes. Oder anders ausgedrückt, ob Sie eine Schallquelle mit 60 Dezibel oder eine Schallquelle mit 67 Dezibel haben, Sie empfinden die Schallquelle mit 67 Dezibel als doppelt so laut als die Schallquelle mit 60 Dezibel. Und wir liegen hier bei 59, zwischen 46 und 59 sind 13 Dezibel und zwischen 53 und 59 sind 6 Dezibel. Also das ist schon sehr, sehr, sehr ordentlich. Außerdem kann man mit wirklich wenig Aufwand, wenn man beispielsweise in der Nähe eines Flughafens wohnt oder baut oder in der Nähe einer Bahnlinie oder einer vielbefahrenen Straße, Wände ertüchtigen. Und das kann man leider beim Stein-auf-Stein-Haus in dieser Form nicht. Und ich habe Ihnen auch hierzu mal eine kleine Grafik mitgebracht. Wir haben auf der linken Seite diese klassische Holzständerkonstruktion und auf der rechten Seite haben wir ein Mauerwerk. Wir haben auf der linken Seite eine 15 cm dünne Wand. Das ist nicht die Hansehauswand, das ist einfach eine ganz simple Wand. Die hat 100 mm Innenmaß und in diesen 100 mm Innenmaß sind 60 mm Dämmung eingebaut. Und dann haben wir sie beidseitig mit 12,5 mm Knaufbauplatte verkleidet. Und dann kommen wir auf ein Schalldämmmaß von 58,4 Dezibel. Die Wand hat ein Gewicht von 43 Kilogramm und ist 15 Zentimeter dick. Jetzt gucken wir uns mal das entsprechende Pendant auf der Mauerwerkseite, der Stein-auf-Steinhaus-Seite an. Wir haben jetzt hier ein einschaliges System. Das heißt, wir haben Steine übereinander geschichtet und verklebt oder vermörtelt. Die sind 210 mm, also 21 cm dick. Und dann haben wir nochmal 2 × 10 mm Putz oben drauf gebracht. Das heißt, wir kommen auf eine Dicke von sage und schreibe 230 mm.
Und die Wand hat ein Gewicht von 398 Kilogramm. Und wir haben ein Schalldämmmaß, das liegt bei 58,1, also knapp drunter. Man kann sagen, es ist in etwa ziemlich genau gleich. Ja, aber die Wand ist fast 400 Kilo schwer. Also 9-mal so schwer wie diese einfache, simple Wand auf der linken Seite und hat trotzdem genau das gleiche Schalldämmmaß. Ich habe hier einen Nachbarn, der hat ziemlich zeitgleich mit uns gebaut, im Jahr 2005, 2006. Und der hat zu mir gesagt, Thomas, ich baue mit keinem Sandstein, weil das ist mir alles zu blöd mit dieser ganzen Dämmgeschichte. Das interessiert mich auch nicht. Ich baue mit Kalksandstein, dann habe ich einen tollen Schallschutz. Ja, er hätte mal diese Tabelle sehen sollen, dann hätte er gewusst, dass er damit das genaue Gegenteil erreicht von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Er hat halt keinen tollen Schallschutz. Und unten habe ich Ihnen nochmal eine dünnere Wand mitgebracht. Die ist dann nur 100 mm stark und auf der rechten Seite 170 mm stark. Und auch dort haben wir wieder die Situation 54,1 zu 53,9 Dezibel. Wir füllen sogar noch den gesamten Hohlraum zwischen den entsprechenden Gipskartonplatten respektive USB-Platten aus. Das heißt, wir haben da jetzt nicht wie oben gezeichnet 60 von 100 Millimetern ausgefacht, sondern wenn wir eine 150 Millimeter starke Wand haben, dann haben wir komplett die Innenseite vollflächig ausgefacht. Das bringt nochmal eine deutlich bessere Schalldämmung. Also die Aussage, ein Fertighaus ist schlechter schallgedämmt, stimmt nicht. Wenn Sie jetzt in der Situation sind, was ich vorhin sagte, Bahnlinie, Auto, Flughafen, dann kann man die oberste Gipskartonplatte durch eine sogenannte Diamantplatte ersetzen. Das ist das einfachste Mittel. Haben wir bei uns im Musterhaus in Langenhagen gemacht. Sie sehen, wir spielen da, beantworte ich gleich, wir spielen da absolut mit offenen Karten. Wenn Sie zu uns ins Musterhaus nach Langenhagen kommen, dann haben wir, wenn wir feststellen, dass das Haus extrem leise ist, obwohl wir in 150 Meter Entfernung die Autobahn 352 haben und auf der anderen Seite den Flughafen. Wir haben das Haus auf der Innenseite mit dieser Diamantplatte belegt. Das hat knapp 1.000 Euro fürs ganze Haus gekostet. Und damit ist das Problem gelöst gewesen. Ich beantworte Ihnen gerne diese Frage, warum die dünnere Wand ein besseres Schalldämmmaß hat als die dickere Wand. Das stimmt nicht. Tatsächlich ist es so, das ist das Schalldämmmaß. Je höher der Wert ist, umso besser. Also 58 Dezibel Schalldämmmaß sind besser als 53 Dezibel Schalldämmmaß. Das heißt, wir haben oben 210 mm Stärke, unten 150 mm Stärke. Die 210 mm Wand haben ungefähr 4,2 Dezibel besseren Schallschutz. Dicke bringt tatsächlich was, aber Sie sehen, das ist jetzt nicht so der Burner. Und wer mauert heutzutage ein Haus aus 40 cm starken Kalksandstein? Damit kommen Sie ja auch noch nicht mal hin mit dem Wärmeschutz. Dann müssen Sie vorne nochmal richtig dick Fett Wärmedämmung draufbringen. Und damit sind wir nämlich beim nächsten Thema. Nämlich, ich vergleiche Ihnen hier mal eine Fertighauswand mit einer in Häkchen Massivhauswand. Ich habe das ganz bewusst in Häkchen gesetzt. Warum? Das werden Sie gleich sehen. Auf der linken Seite sehen Sie die Hansehauswand und auf der rechten Seite sehen Sie den Wandaufbau eines Stein-auf-Stein-Herstellers, der sich selbst als den größten Massivhaushersteller Deutschlands bezeichnet und einen Musterhauspark zwischen Hannover und Hamburg betreibt. Und jetzt habe ich hier die Frage, gibt es auch ein Musterhaus in Österreich? Soweit ich weiß, nicht, weil wir nicht in Österreich bauen. Wir haben in etwa den gleichen U-Wert. Wir haben bei der Hansehauswand 0,123 und bei der Stein-auf-Stein-Hauswand 0,130. Wir schauen uns mal kurz die Hansehauswand an. Von außen, außen ist in diesem Fall oben, innen ist unten. Wir starten mit einem Kunstharzputz. Dann haben wir das graue EPS, die Dämmung. Dann kommt eine USB-Platte. Danach dann eine Ständerkonstruktion mit Dämmung dazwischen, auf der Innenseite eine USB-Platte und dann kommt die Gipskartonplatte. So ist der Wandaufbau bei uns. Und auf der rechten Seite unten der Stein-auf-Steinhaus-Anbieter, da haben wir den Außenputz, dann haben wir Porenbeton, besser bekannt unter dem Begriff Ytong. Dann haben wir eine ganz dicke, fette Schicht Rockwool,
also Dämmung, und dann kommt nochmal eine Porenbetonwand. Somit kommen wir auf eine Wandstärke von 44 cm versus 31,15 cm bei der Hansehauswand. Sie sehen dies, 50% fast dicker als wir, und wir haben trotzdem eine etwas bessere Wärmedämmung. Und wenn Sie sich mal über das Thema Nachhaltigkeit, KfEG, QNG, Gedanken machen, dann werden Sie feststellen, dass der Beitrag zum Treibhauseffekt hier rot eingekringelt bei der Stein-auf-Steinhauswand deutlich, deutlich höher ist als bei der Fertighauswand. Denn der Baustoff Holz verhält sich halt klimaneutral. Anders als der Baustoff Porenbeton, der halt nicht im Wald wächst, sondern erst einmal gewonnen werden muss. Und Porenbeton wird aufgeschäumt. Dafür wird in der Regel ein Abfallprodukt von Aluminium verwendet. Das ist also nicht so wirklich umweltfreundlich. Tja, und jetzt werden Sie auch gleich wissen, wer der Anbieter ist. Da habe ich es nämlich aufgeschrieben. Ich habe Ihnen hier auch mal etwas mitgebracht, was tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert ist, weil hier mit einigen Vorurteilen aufgeräumt wird. Nämlich einmal mit dem Wärmeschutz und zweitens mit dem Hitzeschutz der sogenannten Temperaturamplitudendämpfung. Sie sehen, Wärmeschutz 0,12 zu 0,13, das ist beides sehr, sehr gut, da gibt es nichts zu meckern. Aber, und dann kommen wir zum Thema Feuchteschutz, wow, was bedeutet denn das bitte schön? Gehen wir gleich bei der nächsten Folie drauf ein. Kurz gesagt, unsere Hansehauswand trocknet innerhalb von einem Tag und diese Wand trocknet innerhalb von 41 Tagen. Was das bedeutet, werden Sie gleich sehen. Und dann sagt man immer, ja, aber ein Fertighaus heizt sich doch so unglaublich schnell auf und ein Stein-auf-Steinhaus nicht. Da müssen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Wichtig ist erst einmal zu wissen, wenn ein Haus sich aufheizt, dann heizt ein Haus sich deswegen auf, weil die Sonne durch die Fenster reinknallt und nicht, weil die Sonne durch die Wand reinknallt. Da, wenn wir nämlich einen Wärmeschutz haben von 0,12 oder 0,13, dann habe ich doch eine hervorragende Wärmedämmung, und zwar gegen Kälte genauso wie gegen Wärme. Man sagt doch auch ganz klar, was gegen Kälte ist, ist auch gut gegen Wärme. Warum sollte das bei einer Wand anders sein? Also das ist überhaupt nicht das Thema. Sie haben heutzutage riesengroße Fensterflächen. Und durch diese riesengroßen Fensterflächen dringt, wenn Sie nicht vorher den Rollladen oder den Raster runterlassen, halt die Sonneneinstrahlung ein. Es steht ein Brennlasseffekt und dann erhitzt sich diese Wand, dieser Raum. Ja, und dann haben wir einen Unterschied. Nämlich den Unterschied, dass wir beim Fertighaus, dadurch, dass es ja leichte Wände sind, keine Masse haben. Und diese Masse hat nicht irgendwo am Morgen und in der Nacht Kälte gespeichert und kühlt gegen, sondern sie verhält sich völlig neutral. Und das führt dazu, wenn die Sonne reinknallt, ist es innerhalb kürzester Zeit richtig warm. Wenn es dann Abend ist und es ist 22 Uhr und Sie sagen so, und jetzt wollen wir so langsam mal ins Bett gehen, was macht man? Komm, lass uns mal die Fenster aufreißen, lass uns mal die Hitze aus dem Haus rauslassen. Das machen Sie auch, da die Wände sich nicht aufgeheizt haben, haben Sie die Hitze auch innerhalb kürzester Zeit draußen. Wenn ich jetzt einen Wandaufbau habe, wo die Sonne reinknallt und die Wand kühlt erstmal gegen, das würde ja bedeuten, erstmal ich habe eine schlecht wärmegedämmte Wand, und die Wand kühlt erstmal gegen, dann tut sie das so lange, bis die Wand von der Hitze im Raum überredet wird, nun doch warm zu werden. Das heißt, wenn die Kälte, die sie abgibt, einfach nicht mehr vorhanden ist, dann wärmt sich diese Wand auf. Und dann habe ich am Abend den gegenteiligen Effekt, das heißt, das, was ich an sogenannter Phasenverschiebung habe, das habe ich am Abend auch. Das heißt, wenn ich dann am Abend die Fenster und die Terrassentüren aufreiße, dann heizt die Wand erstmal weiterhin fleißig mit. Das gilt aber wirklich nur dann, wenn Sie tatsächlich ein schlecht wärmegedämmtes Haus haben. Und das gibt es heutzutage im Neubausektor nicht. Und deswegen gilt, sorgen Sie für sommerlichen Wärmeschutz durch bauliche Verschattung, also Rollläden oder Raffstores. Es gibt keine Alternative dazu. Anders halten Sie die Hitze nicht draußen. Ja, und dann hatten wir über das Thema Feuchteschutz eben schon mal. Und hier habe ich Ihnen die entsprechende Erklärung gemacht. Und zwar, für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt, innen 20 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit. Das ist so das, was üblicherweise in Räumen herrscht. Plus, minus etwas. Außen minus 5 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit. Dieses Klima entspricht der DIN 4108. Das war der Versuchsaufbau quasi.
Und unter diesen Bedingungen fallen bei der Hansehauswand 0,0047 Kilogramm Tauwasser pro Quadratmeter an. Und bei dieser Wand, bei der Steinhaus-Steinhauswand, 0,62 Kilogramm Tauwasser pro Quadratmeter. Und diese Menge trocknet im Sommer bei uns innerhalb von einem Tag ab und bei der Steinhaus-Steinhauswand innerhalb von 41 Tagen. Blättern wir noch einmal zurück. Woran liegt das? Daran, dass diese Feuchtigkeit, dass diese Feuchtigkeit bei uns, Sie sehen diese blauen Wassertropfen, sehr, sehr weit außen liegt. Und die Feuchtigkeit bei der anderen Wand hinter der ersten Schale liegt, so nennt sich das, ein zweischaliges Mauerwerk, hinter der ersten Schale liegt, in der Dämmung liegt. Jetzt muss diese Feuchtigkeit erstmal aus der Dämmung durch den Porenbeton nach draußen diffundieren. Und das ist das Hochkritische. Das heißt, es ist heutzutage halt deutlich, deutlich komplexer, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und es gibt nicht die alleinselig machende Lösung und zu sagen, diese Bauweise ist viel, viel besser als die andere, ist auch nicht richtig. Jede Bauweise hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Jede Bauweise muss konstruktionsbedingte oder materialbedingte Nachteile durch entsprechende Maßnahmen ausgleichen. Das gilt für uns ganz genauso wie für das Steinhaus, gar keine Frage. Der Punkt ist aber, dass ich tatsächlich beim Steinhaus mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich diese energetischen Anforderungen, die der Gesetzgeber an eine Förderfähigkeit des Gebäudes stellt, kaum noch erfüllen kann mit einer nicht kritischen Bauweise. Ja, und wenn Sie sich dann mal so die Bauweise anschauen, bleiben Ihnen letztendlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder auf der linken Seite eine ausgereifte und auch wirklich hochkomplexe Fertighausbauwand, die ist wirklich hochkomplex, oder Sie entscheiden sich für eine Ytong-Bauweise, also der sogenannte Porenbeton. Und warum diese ganze Geschichte mit dieser Feuchtigkeit relevant ist, haben wir deswegen, weil, habe ich jetzt hier mal, das ist die einzige provokative Folie, Katzan, also Katzenstreu, das ist Ytong. Das ist Porenbeton. Und warum verwendet man das? Weil es hervorragend saugt. Also solch ein Porenbeton ist ein Stein, der hervorragend saugt. Und damit baut man Häuser. Ich weiß nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist. Jetzt kommt hier die Frage, kann ich eine Holzbauweise mit einer Klinkerwand, vorgeschrieben durch Bauordnung, kombinieren? Ja, das geht. Heutzutage verklinkert man in der Regel keine Vollklinker mehr, also keine zweischalige Bauweise, dass man eine tragende Konstruktion hat, dann eine Dämmung und dann halt ein 11,5er Klinker, weil ich muss mit dem Klinker ja auch irgendwie in die Fensterleibung hinein. Und wenn der 11,5 Zentimeter dick ist, dieser Klinker, und ich gehe in die Fensterleibung rein, dann hätte ich das Problem, dass ich meine Fenster nicht mehr aufkriege. Also müsste ich Dämmung rausschneiden. Und um dieses Problem zu lösen, arbeitet man heutzutage in der Regel mit sogenannten Klinkerriemchen. Das sind ganz normale Klinker, nur dass die nicht 11,5 Zentimeter dick sind, sondern 1,5 Zentimeter dick sind. Und die werden dann auf die Wandkonstruktion aufgeklebt. Sie ersehen keinen Unterschied, es ist exakt von außen das gleiche Erscheinungsbild. Und wenn es die örtliche Bauvorschrift, sprich der Bebauungsplan, vorschreibt, dann ist das völlig unproblematisch. Das haben wir tatsächlich bei uns im Musterhaus in Hannover-Langenhagen, haben wir so einen eingeschossigen Büroanbau, den haben wir verklinkert, und wir haben auch einen kleinen Erker ebenfalls verklinkert. Übrigens auch gerade diese farblichen Akzentuierungen mit Riemchen gehen viel, viel leichter als mit einem 11,5er Klinker. Aber, und das passt hier ganz gut, vielen Dank für diese Frage, weil das passt hier ganz hervorragend in das Thema Fördermöglichkeiten. Es gibt ja aktuell de facto nur noch eine Lösung, überhaupt Fördermittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu bekommen. Und das ist das Thema nachhaltiges Gebäude, das sogenannte KfWG. Und man muss halt sagen, Klinker und KfWG vertragen sich nicht. Warum, erkläre ich gleich. Wir verfügen über eine Serienzertifizierung für unsere Häuser. Das heißt, wir haben einen Hauptkatalog, der ist ziemlich dick, da sind eine ganze Menge Häuser drin, aber wir können auch frei planen. Und wenn Sie sich an unsere Bauleistungsbeschreibung halten, dann können Sie unter Berücksichtigung der weiteren Auflagen, die mit der KfWG-Zertifizierung verbunden sind, können Sie sicher sein, Sie bekommen die
sogenannte Bestätigung zum Antrag, die erforderlich ist, dass sie in den Genuss der öffentlichen Fördermittel kommen. Das heißt, unsere Häuser sind in dem Augenblick, wo sie die Unterschrift unter den Auftrag gesetzt haben, de facto förderfähig, weil wir das alles im Vorfeld prüfen. Und sie müssen diese Häuser auch nicht einer Einzelzertifizierung unterwerfen. Es sei denn, sie haben sehr, sehr spezielle Anforderungen, sagen wir, wir möchten was ganz, ganz anderes bauen und mit Keller beheizt und hast du nicht gesehen, dann kann es ohne weiteres sein, dass man in die Einzelzertifizierung gehen muss. Aber 9 von 10 der Häuser, mit denen wir KfWG realisieren, sind tatsächlich serienzertifizierte KfWG und auch sogar KfWG-QNG-Häuser. Konkret heißt das, so ein Haus kostet 3.000 Euro mehr. Das ist nämlich das, was Sie anteilig für das Audit bezahlen müssen. Und dann können Sie aus den Nachhaltigkeitsprogrammen 297 bzw. 298 und 300 die entsprechenden Fördermittel erhalten. 297, 298 ist unabhängig von der Einkommenssituation. Das Programm 300 ist dieses Wohnbauförderungsprogramm für Familien. Für beide gelten die gleichen Richtlinien. KfWG muss erfüllt sein, besser noch KfWG-QNG. Für 300 gilt zu versteuerndes Jahreseinkommen im vorletzten Jahr vor Antragstellung höchstens 60.000 Euro, wenn Sie ein Kind haben. Und Sie müssen mindestens ein Kind haben. Für jedes weitere Kind erhöht sich das zu versteuernde Jahreseinkommen, was erlaubt ist, im vorletzten Jahr um 10.000 Euro. Also 3 Kinder gleich 80.000 ZVE. Sie erhalten Darlehenshöhen von 150.000 Euro in dem Programm 297 und 298. 298 ist nicht für die Eigennutzung gebaut, 297 ist für die Eigennutzung. Und mindestens 190.000 Euro bis weit über 200.000, ich glaube 240.000 in dem Programm 300 mit den entsprechenden Restriktionen hinsichtlich des Einkommens. Wichtig ist halt, Sie wissen konkret bei der Auftragserteilung, mein Wunschhaus ist konkret förderfähig und deswegen haben Sie auch 2 bis 5 Tage Werktage, nachdem Sie den Auftrag erteilt haben, diese BZA, die Bestätigung zum Antrag in der Tasche. Wenn Sie eben sehr genau hingehört haben, haben Sie gehört, dass ich gesagt habe, Sie kriegen die BZA, das können wir Ihnen garantieren. Was wir Ihnen nicht garantieren können, ist, dass Sie die Fördermittel bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass da jemand irgendwo bei der Förderbank der KfW sitzt und irgendwelche Lose zieht. Das hat etwas damit zu tun, dass erfahrungsgemäß irgendwann mal Fördertöpfe leer sind, dann werden Förderprogramme neu aufgelegt oder verlängert oder halt nicht. Und ich kann Ihnen heute nicht sagen, was morgen sein wird. Im Augenblick sieht es nicht danach aus, werden ja sowieso sehr, sehr viel weniger Baugenehmigungen erteilt, deswegen werden auch weniger Darlehensmittel abgerufen, aber ich habe keine Glaskugel und selbst wenn ich eine hätte, würde die mir nicht sagen, was da drin steht. Fazit. Es gibt nicht das eine Fertighaus. Es gibt in der Fertighausbranche genau die gleichen Qualitätsunterschiede wie auch in der Automobilbranche, wie in der Smartphone-Branche, wie in der Textilbranche und in der Steinhaus-Branche. Und daher gilt es erstmal für Sie, sich durch diesen Dschungel hindurchzuarbeiten, wo kriege ich welche Qualität zu welchem Preis. Die Anbieter unterscheiden sich im Wandaufbau, die Anbieter unterscheiden sich in der Philosophie, die Anbieter unterscheiden sich auch tatsächlich in der Preiskategorie. Bin ich im Einsteigersegment, bin ich in der unteren Mittelklasse, bin ich in der Mittelklasse der Gehobenen oder bin ich in der Luxusklasse? Können Sie alles als Fertighaus bekommen? Überhaupt gar kein Problem. Die modernen Fertighäuser von heute sind den klassischen Fertighäusern mindestens ebenbürtig. Ich wüsste keinen Punkt, wo die Fertighäuser den Stein-auf-Stein-Häusern nicht mindestens ebenbürtig sind. Und in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Wärme- und Schallschutz, haben wir uns ja heute Abend mit beschäftigt, sogar tatsächlich deutlich überlegen. Wir haben einen extrem hohen Vorfertigungsgrad, nämlich von 80 bis 85, manchmal sogar 90% im Werk. Das heißt, wenn so eine Fertighauswand aus dem Werk kommt, da sind die Toilettenspülkästen an der Wand, da sind die Fenster drin, da sind die Terrassentüren drin, ist die Haustür drin, da sind die Elektroleerbohrungen computergesteuert bereits gesetzt. Und deswegen haben Sie, ob Sie sommers oder winters bauen, ob Ihr Haus am Abend oder am Vormittag produziert würde, immer die gleiche, gleichbleibende Qualität. Und das Schöne ist, diese Qualität wird nicht nur von uns überwacht, sondern auch vom QDF, das ist der Dachverband des BDF, also der Qualitätssicherungsverband des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau. Es gibt also externe Qualitäts- und Güteüberwachung. Auch das sollte man mal in die Waagschale werfen.
Haltbarkeit und Wertbeständigkeit entsprechen mindestens denen von Stein- auf Steinhäusern. Wenn wir uns über das Thema Energieeffizienz unterhalten, dann wird man Häuser, die nicht den neuesten Standards entsprechen oder den neuesten Möglichkeiten entsprechen, in der Fertighausbranche kaum noch finden. Das finden wir dann eher in der Stein-auf-Steinhaus-Branche, wo ihnen dann auch gesagt wird, was willst du denn mit einer KfW-Förderung? Das hat doch sowieso keinen Sinn, das ist alles fürchterlich teuer, das macht man nicht. Ja, das ist doch völlig richtig, wenn ich mich für diesen Anbieter entscheide, weil der so unglaublich viele Maßnahmen ergreifen müsste, um dieses Gebäude förderfähig zu machen, dass es sich wirklich von vorne bis hinten nicht rechnet. Wenn ich aber ohnehin schon einen Anbieter habe, der ein sehr, sehr hohes Niveau hat hinsichtlich Energieeffizienz, hinsichtlich Nachhaltigkeit, dann ist der Schritt sehr, sehr klein. Sie haben es ja gerade gesehen, 3.000 Euro. Um letztendlich unter dem Strich betrachtet auf finanzielle Vorteile zu kommen, die zwischen 30.000 und 50.000 Euro in den ersten 10 Jahren nach Errichtung des Gebäudes liegen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war das, was ich Ihnen heute mitgeben wollte. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wie gesagt, mein Name ist Thomas Burmeister und ich bin einer von 7 von unserem Team hier oben im Norden. Und Sie sehen lauter freundliche Gesichter. Fangen wir mal ganz oben rechts an. Das ist mein Kumpel, Freund und Partner Albert Eiben. Der sitzt in Aurich und ist unser Chefplaner. Dann haben wir den Gerd Pfundheller rechts, ganz rechts in der Ecke. Der sitzt in Göttingen und ist Ihr passender Ansprechpartner, wenn Sie irgendwo im Süden Niedersachsens bis zur A2-Linie Braunschweig-Wolfsburg bauen möchten. Unten rechts haben wir die Julia Gerd. Julia sitzt in der Nähe von Hamburg, ist gerade stolze Hansehaus-Bauherrin, hat gerade dieser Tage ihre Fundamentplatte bekommen, wird in 6 Wochen vermutlich ihr Haus erhalten. Julia Gerd ist relativ frisch bei uns seit November letzten Jahres und bedient sie, wenn es um den Bereich Hamburg 27 Postleitzahlbereich geht. Dann haben wir den Kai Eiben. Der junge Mann mit dem 3-Tage-Bart und den braunen Haaren in der Mitte, das ist der Sohn von Albert und er ist Ihr passender Ansprechpartner, wenn es um den Bereich Bremen und Nordwesten, Emsland bis hin Aurich, Emden und so weiter geht. Meine rechte Hand, die Zoe, selber von mir ausgebildet und mittlerweile ein absoluter Aktivposten. Sie treffen sie, wenn sie ins Musterhaus kommen, dort ist sie eigentlich fast immer zusammen mit mir. Sie betreut das Musterhaus, managt die ganze Geschichte und ist zuständig mit einem kleinen Gebiet für ihre Betreuung, wenn Sie westlich von Hannover bauen möchten. Und dann haben wir da unten links den Tobias Düring. Das ist der, der am frischesten bei uns ist, seit einigen Monaten erst. Und der Tobias, der ist zuständig für den Großraum Hannover. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen etwas unklar ist, wenn Sie Beratungsbedarf haben oder wenn Sie einfach mal wissen möchten, was kostet mich denn eigentlich mein Haus bei Hansehaus? Unser Weg ist immer, dass wir sagen, wir starten erst einmal mit einem, und so steht es in unseren Terminkalendern tatsächlich drin, mit einem Nasenfaktor-Prüfgespräch. Denn Bauen ist in unseren Augen zu 95% Kommunikation und nichts anderes. Bauen können alle Hersteller aus der Fertighausbranche tolle Häuser. Gar keine Frage. Und so gibt es für jeden Bauherrn auch die passenden Anbieter und andersrum ganz genauso. Und deswegen ist es wichtig, dass man erst einmal im ersten Schritt feststellt, passt man denn eigentlich zusammen? Denn wir werden über einen Zeitraum von 1,5 Jahren sehr, sehr eng miteinander zu tun haben. Und wenn Sie dann aus dem Gespräch rausgehen und sagen, das Unternehmen mag ja toll sein, aber der Typ geht gar nicht, dann kann man ja nochmal versuchen, ob Sie vielleicht mit jemand anderem aus unserem Team gut zurechtkommen. Aber ansonsten macht es halt einfach keinen Sinn, dass man so eng miteinander zusammenarbeitet. Ja, und so nach so einem Nasenfaktor-Prüfgespräch steigen wir dann gerne mit Ihnen in die Planung ein, damit wir erstmal eine vernünftige Basis für eine Kalkulation haben, bis es dann zum Angebot kommt. Vergehen auch gerne mal 4 bis 6, 8 Wochen, je nachdem auch schon, wie schnell die Kommunikation mit Ihnen funktioniert. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Abend bei uns waren. Ausnahmsweise diesmal an einem Donnerstag. Normalerweise führen wir das ja immer am Mittwoch durch, aber gestern war ich für das Technische Hilfswerk unterwegs und deswegen hat es dann leider nicht geklappt. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass Sie heute Abend hier waren. Ich bleibe noch ein bisschen online für den Fall, dass noch Fragen auftauchen sollten. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielleicht auf bald. Tschüss.